Ziemlich genau. Vor einem Jahr wurde das erste Mal das Coronavirus in Deutschland entdeckt. Wir erleben heute, ein Jahr später, harte Wochen des Lockdowns. Der Start der Impfkampagne war schwierig. Es gab Verzögerungen bei den Lieferungen aus der EU-Bestellung, teilweise Überlastungen bei der Terminvergabe. Das alles hat zur Enttäuschung geführt. Gleichzeitig ist und bleibt es ein großer Erfolg, dass wir ein Jahr nach Beginn der Pandemie drei wirksame und sichere Impfstoffe zur Verfügung haben. Wir haben jetzt die Mittel, das Virus zu besiegen. Nicht sofort, aber im Laufe des Jahres.